Ja, okay, dann hallo. Okay, hallo. So, was, stopp. Ja, ich brauche nichts unterbrechen. Hallo, ich bin's Ilona und heute habe ich mal so ein paar... Heute bin ich nicht alleine hier, sondern ihr seht, ich habe ein paar Gäste. Hier ist einmal meine Schwester, hi, Sophia und Emma. Hi. Und wir reden über das Thema Healthy Lifestyle. Also wir können ja erstmal damit anfangen, so... Was Sophia wollte anfangen, oder nicht? Sophia möchte anfangen. Nee, ich muss nicht anfangen. Doch. Also bei mir war es ja so, Emma und Ilona sind ja momentan 16 Jahre alt und du bist 18, ne? Ja. Und ich bin 21 und das heißt, ich war vor 5 Jahren 16 und bei mir hatte dieses ganze Thema, was Social Media angeht, noch überhaupt gar keine Wichtigkeit. Das heißt, bei uns ging es wirklich nicht darum, sowas wie Thigh Gap und sowas war für uns überhaupt gar kein Begriff oder Healthy Lifestyle. Für uns war das noch total normal, irgendwie zusammen zum Fastfood-Restaurant zu gehen und das irgendwie nicht verurteilt zu bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das, was heutzutage in den Social-Media-Kanälen total verurteilt wird, das kannten wir gar nicht auf diese Art und Weise. Das kam erst nach und nach und ich persönlich kenne es auch nur, weil ich selbst auf YouTube unterwegs bin. Ja, mittlerweile ist es ja schon so, es ist irgendwie schon peinlich, zu Mc's zu gehen. Also Mc's ist ja an sich schon ungesund, aber wenn man da hingeht, dann ist es nicht so, ja, wir essen jetzt einfach lecker, so wie es halt bei euch früher war, sondern dann ist es halt auch so, ja, ich meine, eigentlich ist das jetzt auch gar nicht so ungesund und wir können uns das jetzt auch einfach mal gönnen. Ja, und das gönnen, also man, finde ich so. Ja, man sagt dann immer so, ja, wir gönnen uns das jetzt einfach mal, anstatt einfach zu sagen, wir gehen jetzt heute einfach zu McDonald's essen. Das ist mir auch das ist einfach, alle Leute sind dann nur so, boah, lass heute Mc's gönnen. Ich weiß, es ist voll ungesund und eigentlich wollte ich ja auch Diät machen. Ja, so. Aber mache ich dann morgen, esse ich morgen weniger. So. Ja, das ist so typisch so, ja, ich gehe dann halt, ich gönne mir halt jetzt einen Burger und dann ich war vorhin im Fitnessstudio. Ja, so richtig typisch. Früher, also ich weiß noch so, als ich so die ersten Mal allein in der Stadt war mit meinen Freunden so mit 12 oder 13, nur weil es meine Mutter dann noch mit in der Stadt war. Da sind wir auch immer zu McDonald's gegangen und haben uns einen Burger und Pommes und ein Eis geholt oder Happy Meal. Und jetzt so, also so, wenn ich auch so gucke, so bei den Jüngeren bei uns im Jahrgang oder auf meiner Schule, die gehen so gar nicht mehr zu sowas hin. So, nein, McDonald's gar nicht mehr. Und halt, ich finde so, dass dieses Healthy Lifestyle so schon bei so einer jungen Generation jetzt angekommen ist, wo das halt, wo man wirklich aufpassen muss, was man denen erzählt und auch so gerade durch und YouTube das, und vorlebt. Ja. Und das Krasse ist ja, dass der ganze Lebensinhalt, das heißt alle 24 Stunden, also die ganzen 24 Stunden sind nur dadurch bestimmt. Ja. Und es machen ja 13-Jährige dann so Fitness-Accounts mit ihrem gesunden Essen, wo die Portionen dann ungefähr so klein sind. Und ich denke mir so, ich meine, ich bin ja, also ich habe mit 14 angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, weil das da halt auch so ein bisschen mehr in wurde, würde ich sagen. Ja, da kam auch so neu. Ja, da kam das so neu. Jede Morgenroutine, man hat nur noch Müsli gegessen. Haferflocken. Kein Mensch hat mehr Cornflakes oder Nutella drauf gegessen. Das zeigt man einfach gar nicht mehr. Ja, und jetzt auch man so. Man traut sich auch teilweise. Nee, man weil dann kommt, das ist ungesund. Ja, ja. Oder so, oh mein Gott, du isst voll ungesund. Oder wenn man so Food Diaries macht, keiner oder kaum wer zeigt da wirklich so auch die Tafel Schokolade oder so, weil es da irgendwie ungesund wirken kann. Und alles super schön angerichtet, alles ist Instagram. Ich meine, es kann ja Spaß machen und sowas, aber ich finde es halt schön, wenn wirklich dieser zweite Aspekt noch gezeigt wird, dass man halt wirklich auch mal nicht nur was gönnt, sondern dass es einfach auch so ist. Normal man kann einfach mal was Ungesundes essen. Ja, genau. Da wird man das ist, sterben. Und das ist ja genau das Gesunde, indem man einfach ausgeglichen ist. Es ist vielleicht auch ein guter Trend, dass weniger Leute zu Mc's gehen oder weniger Leute Schokolade essen oder so. Das ist ja auch besser, sage ich mal, für den Körper. Aber man vergisst dabei irgendwie, was wirklich gesund ist. Es ist nicht gesund, nur morgens eben eine Schale Haferflocken zu essen und das war's dann für den Tag. Sondern, dass man einfach wirklich mal abends eine Pizza isst oder so und das ist nichts Schlimmes. So. Und es gehört einfach zur Ernährung so dazu. Ich finde auch so den Aspekt so, was ist überhaupt Healthy Lifestyle oder gesunder Lifestyle, was ist das überhaupt? Ich meine, jeder Mensch definiert das irgendwo anders für sich. Was das im Grunde ist, es ist ja eine ausgewogene Ernährung und dass man nicht sagt, ich gönne mir das heute mal, sondern manchmal isst man gesund, manchmal ungesund, aber man schadet dem Körper nicht und verzichtet nicht, sondern man ist mit dem Körper im Reinen, mit seinen äußeren und innerlichen eben auch. Und ich glaube, wenn man sagt, ja, ich gönne mir das heute, verbietet man es sich ja irgendwie. Ja, und weil es ist nicht gesund. Okay, dass ich das esse. Nicht okay. Aber ich gönne mir das jetzt einfach. Ja, ich bin mir bewusst, es ist nicht okay, aber ich gönne es mir. Und so, das ist für mich kein gesunder Lifestyle. So. Und es ist nicht gesund, weniger zu essen. Es ist halt so typisch Diät. Ja, ich esse jetzt weniger Kalorien, weil dann nehme ich ab und das ist auch gesund. Und das ist eine gesunde Abnahme, weil ich esse bei der Entwicklung. Ja, ja, wenn man gerade so 14 ist, das ist nicht gesund. Vor allem, wenn das so den Jungen vorgelebt wird. Ich meine, auf YouTube ist ja auch so, dass wirklich viele jüngere Mädchen auch sind. Und gerade bei Mädchen ist es ja, ah, ich brauche dünne Beine, ich brauche so eine beschissene, Thigh Gap oder sowas. Und es ist halt so, es wird einfach vorgelebt und jetzt, selbst wenn man sich sagt,
gesagt, nein, ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Irgendwo beeinflusst es einen schon, wenn man es in jeder Morgenroutine wieder sieht. Ja. Wenn man es in jedem Food Diary sieht, dass die entweder viel zu wenig essen oder nur kleine Portionen. Was ich auch falsch finde auf Instagram so, es zeigen sich auch nur die Leute, die gesund essen und ja, die dann auch richtig schlank sind. Mhm. So wenn man irgendwie, sag ich mal, es ist, wenn ich dann ein Bild poste, dann ist es schon so komisch auf der Startseite. So, weil aber sind, ich man, weiß, was du meinst. So, es sind eigentlich nur Fitnessgirls auf Instagram und die dann halt nicht so eine perfekte Figur alles, haben, ne? Die zeigen sich dann auch nicht. Und ja, man zeigt doch nur das mega gesunde Essen. Wenn man mal eine Pizza hatte, dann postet man das teilweise nicht mal, weil es irgendwie schon so... Obwohl die ja bestimmt gut aussieht auch. Ja, deswegen, aber irgendwie man postet es nicht, weil irgendwie schon so... Ist ja nicht healthy. Ja, du passt nicht. Und ich finde, das sieht man auch, wenn man da über sowas schon nachdenkt, dass ich jetzt kein Bild von meiner Pizza mache, obwohl sie vielleicht lecker aussieht, weil das würde ja der andere so beeint oder wenn die denken, oh Gott, das ist schon so der Gedanke, wo das aufhört, so gesund zu sein, weil das ist kein gesunder Gedanke und das ist nicht das, was so ein Healthy Lifestyle will. Weil weniger Kalorien zu essen, das bringt dir auf lange Sicht ja überhaupt nichts. Weil du kannst ja nicht dann, wenn du einmal weniger isst, dann musst du immer weniger essen, um dein Gewicht so zu verhalten. Ja. So aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe vor diesem Sommer durch Kalorienzählen 3 Kilo abgenommen und dann war ich im Urlaub und habe die 3 Kilo wieder zugenommen. Das was ist ein halt Wunder, so. Innerhalb ein von Wunder. 10 Tagen. Also das ist so, halt Jojo. Das bringt nichts. Nee. Ich finde halt auch sowas zu sagen, wie ja, an Mädchenbrust eine Thigh Gap haben oder das solche ja Trends schon, halt, das kann ja auf gar keinen bezogen das sein. Das ist ja auch schon nicht mehr healthy, weil das ist einfach das nur noch oberflächlich. Ja, das geht ja nur nach dem Aussehen. Ja. Und das ist ja schon falsch, weil das kann man ja schon nicht mehr als healthy Lifestyle interpretieren. Weil healthy ist ja Gesundheit. Ja. Und das ist ja, wie man sich fühlt und nicht, wie man aussieht. Ja, eigentlich also ich meine, klar, wenn man übergewichtig oder untergewichtig ist und man das sehr stark sieht, dann ist es halt nicht mega gesund. Ich finde auch so, zum Beispiel, ich bin übergewichtig, aber ich denke mir so, trotzdem bin ich ja gesund. Trotzdem ist ja irgendwo mein Lifestyle healthy. Vor allem, weil ich auch keine Drogen nehme oder sonst was. Ja. Oder bewusstes Leben, das aber nicht dominiert. Leben. Also das ist halt wichtig, glaube ich, dass es nicht dominiert wird durch Sport, Essen und vor allen Dingen nicht in so jungen Jahren. Wir nehmen keine Drogen und so. Wir haben halt alles so im Griff sozusagen. Das ist halt auch gesund, weil wir da unseren Körpern keinen Schaden von außen nehmen. Wir rauchen nicht. So, sowas ist halt auch, was zum gesunden Lifestyle beiträgt. Es ist halt nicht nur das Essen und der Sport, sondern halt auch einfach alles. Ich finde auch Glück und alles. Also ja, wie und man auch sich fühlt das in der Gefühl, Schule, in der Arbeit. Genau, wie man sich selber gefällt, wie man mit sich zufrieden ist wie man und so weiter. Sich umgeht auch. Ich meine, das geht jetzt ein bisschen weg schon vom Essen, aber Lifestyle bezieht ja so das ganze Leben mit ein. Ja, eigentlich. Und viele denken, aber dass das nur irgendwie... Das ist nur Essen und Game, Sport. Das, da wollte ich das ist halt nicht nur Essen und Sport ist, sondern auch alles drumherum. Ja, und ganz vor allem Umfeld. Irgendwie... Ja. Man ist ja dann gesund, also man führt ja dann eigentlich einen healthy Lifestyle, wenn man zum Beispiel auch nie krank ist oder so. Ja. Und wenn man dann dauerhaft krank ist, weil man irgendwie so, zu wenig isst oder dauerhaft Sport im Regen draußen macht. Oder weil man immer dasselbe isst. Ja, oder weil man immer dasselbe isst, dann kann das halt nicht gesund sein. Das passt nicht zusammen so. Nochmal so als Tipp, glaube ich, so an alle Zuschauer kann man einfach sagen, schränkt euch nicht im Essen zu sehr ein, sondern versucht einfach möglichst abwechslungsreich zu essen. Natürlich und ist probiert es wichtig, Sachen. Ja, probiert einfach genau, neue Sachen aus, probiert Rezepte aus. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Gesundheit einem ganz egal sein sollte. Nein, man sollte nicht den ganzen Tag Chips und Schokolade essen. Aber wenn man Bock auf Chips hat, dann isst man mal Chips. Und das ist ganz wichtig. Ja, genau. Und dass man auch nicht ein schlechtes Gewissen dann davon hat. Nee, man braucht das nicht. Nee. Ich meine, man sollte jetzt nicht 5 Chips-Tüten auf einmal essen. Das ist ja wieder ein bisschen zu viel. Aber man sollte sich auch nicht so enthalten und sagen ja, so, genau. Oh, ich habe so Lust auf Chips und ich weiß, dass unten welche liegen, aber nee, ich habe ich kaufe mir oder putze mir die Zähne, damit das weggeht. Nein, einfach hingehen und wenn der Körper das verlangt, dann hat das einen Grund. Wenn man Hunger hat, dann isst man was. Ja, so, ja das genau. Das macht einfach keinen Verdrängen. Deswegen, und das ist doch nicht man gesund, denkt ihr, es Laune, ist gesund, Übelkeit. Wenn man Hunger hat, einfach mit Hunger einzuschlafen, das ist nicht ganz gesund. Ungesund. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Ja. Ihr könnt mir gerne einfach eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch so zu unseren Meinungen. Vielleicht nochmal ein bisschen, falls ihr da was dazu sagen möchtet oder Kritik oder irgendwas. Und wie euch das vielleicht gefällt, auch wenn wir so hier so sitzen und so ein bisschen diskutieren. Ja, weil ich finde, das ist einfach mal was anderes. Weil auf meinem Kanal bin ich immer nur alleine und überlege mir schon vorher möglichst stark, was ich sagen will. Und jetzt war das ja so richtig spontan. Also könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das fandet. Und ich verlinke euch das Video und Emmas Kanal in der Infobox und natürlich auch von den beiden die Kanäle. Könnt ihr auch gerne abchecken. Oh, warte, ich muss sie gar nicht gemeint. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf Emmas Kanal oder auf deren Kanal. Ja.
oder das nächste Mal. Tschüss. Ciao. Arrivederci. Okay.